herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es gibt mal wieder die Glossybox. Darüber habe ich schon lange kein Video mehr gedreht. Ich finde mittlerweile, manchmal ist sie wirklich richtig gut. Manchmal so denkt man sich, okay, die hätte man sich komplett sparen können. Und manchmal kann man so ein Produkt gebrauchen. Also es ist nie gleichbleibend. Das finde ich ein bisschen schade. Vorweg eine Frage. Und zwar trage ich auf den Lippen den NYX Lingerie in der Farbe Embellishment auf meinen Lippen. Und als ich den in der Drogerie geswatcht habe, sah der ganz anders aus wie bei mir auf den Lippen. Ich finde, der wirkt total grau. Und immer wenn ich aber auf Instagram Bilder mit diesem Lippenstift sehe, denke ich mir, oh, der ist so geil. Aber wenn ich mir den auftrage, denke ich mir so, nee, irgendwas stört mich. Jetzt wollte ich euch mal fragen, was ihr dazu sagt. Ist der tragbar? Ist der vor allem alltagstauglich? Ich weiß nicht. Also ich merke auf jeden Fall, wenn ich was esse mit dem, dann ist schnell wieder alles weg und man muss es nachtragen, weil sich das so absetzt. Ja. Vielleicht finde ich ihn, wie gesagt, nicht, aber ich traue mich sowas dann immer nicht. Also in Videos schon, aber so draußen, wisst ihr, was ich meine? Sagt mir auf jeden Fall mal eure Meinung und ich zeige euch jetzt meine Glossybox für den... Und zwar ist es die Love Edition diesmal. Den Karton finde ich sehr schön. Der ist oben so gestreift und hinten ganz normal rosa, aber der ist so glänzend. Also der fühlt sich auch sehr hochwertig an. Ist schon mal top. Genau, ist ja die Love Edition wegen Valentinstag. Das Papier innen ist diesmal auch gestreift. So, wir haben zuallererst eine Leseprobe. Bourbon Kings von J.R. Ward, ein Roman. Der sinnigste Genuss dieses Jahres. Ja, jetzt gibt es irgendwie ja 100 Stück. Da gibt es anscheinend hier auch mehrere verschiedene. Also ist alles irgendwie so ein bisschen wie Fifty Shades of Grey. Ja, ich finde diese Proben grundsätzlich ganz gut, aber diese Fifty Shades of Grey Sachen langsam habe ich da irgendwie hier. Reicht mir alles. So, ich greife jetzt einfach mal rein. Ich habe schon reingeguckt, deswegen bin ich jetzt deswegen weiß ich, was drin ist. Und zwar ist einmal ein Parfüm drin, Le de Rose. Sorry, ich kann überhaupt kein Französisch. Und das ist für mich der Reinfall überhaupt, weil ich hasse Rosenduft. Also, dass man ein Parfüm in eine Box tut, okay. Aber dann gerade sowas Markantes wie Rose, was... Also, es gibt... Entweder mag man es oder man mag es nicht. Es gibt nicht so, ja, ist okay. Also, geht mir zumindest so. Also, ich merke das so im Umfeld auch, dass Rose entweder gehasst oder geliebt wird. Und ich mag Rosenduft einfach nicht. Und das... Boah. Nee, es riecht so nach Oma, es geht gar nicht, nee. Also Parfüm, schon mal Mist. Dann, was für mich zumindest auch wieder Mist ist, ist das Blender Mate 3D White Lux 2 Phasen Perfection Whitening. Ja, man macht das da irgendwie. Der erste Schritt ist einfach eine Zahncreme und das andere ist ein Whitening-Beschleuniger. Ich halte von so Produkten überhaupt nichts. Ich habe zusätzlich... sehr schmerzempfindliche Zähne und es greift es halt noch mehr an und macht es kaputt und man kriegt noch mehr schmerzempfindliche Zähne. Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Deswegen werde ich das auch nicht benutzen. Abgeben oder so, mal gucken. Also das ist für mich auch ein Flop. Und was das mit einer Love Edition zu tun haben soll, auch eine gute Frage. Dann war so eine kleine Probe drin von Biodroga. Intense Moisture Formula getönte Feuchtigkeitspflege. In der 01 Honey, also mit so einem Mini-Ding, ich weiß nicht, benutzt die nie, wisst ihr, was ich meine? Bis ich da alles rausgepresst habe und so, nein. Dann war drin von Lution, Balances My Skin, I Love, Contour, Eye Contour. Anti-Dark Circle. Okay, das finde ich grundsätzlich ganz cool. Ist so eine Creme für... anti-dunkle Augenränder. Ich habe immer Augenränder, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Das finde ich ein gutes Produkt und das probiere ich auf jeden Fall auch selber aus und ja. Dann haben wir von Sanssouci Moisture Deep Moist Depot 2 Phasen Feuchtigkeitskonzentrat. Finde ich grundsätzlich auch gut. Wieder nur so ein kleines Ding. Benutzt man wahrscheinlich zweimal. Und dann hat sich das, aber ja gut. Kann man nie ändern, aber das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Und als letztes von Nutrakiss Lip Plumber Volumen Effekt. Ja, so sieht das Ganze aus, also so ein Lipgloss. Es ist aber, was ich ganz süß finde,
Ein kleiner Schlüsselanhänger mit Lipgloss. Das finde ich süß. Also das mache ich auch auf jeden Fall auf meinen Schlüssel. Ja, aber es sind so Kleinigkeiten. Es ist so... Ich weiß nicht. Ich meine, man bezahlt dafür halt auch Geld. Und also die Box fand ich wirklich nicht so toll. Nee, also das Parfüm ist für mich Mist, das für die Zähne ist Mist. Das Einzige, was ich ganz gut finde, ist halt dieses gegen Augenringe. Habe ich mich mal kurz verschluckt, oh Gott. Ich glaube, es geht wieder, oh Gott. Ja, ich gucke jetzt nochmal in das Magazin, ich gucke da auch sonst nie rein. Also ich will nur die, ich gucke mir nur die Produkte an und das war's eigentlich. Oh Gott. Ja, das Lippenzeug kann man mit voller Lippen richtig betonen, schmale Lippen in Szene setzen, kleinen Mund größer schminken, ungleiche Lippenkontur anpassen. Ja. Dann dieses Blendermeh-Zeug kostet 8,99 €. Das Rosenparfüm kostet 24 Euro, dieses Nutra-Kiss-Ding kostet 20 Euro. Oh, hier war eine Trackle Moon Körpermilch drin. Sowas, da hätte ich mich mehr drüber gefreut. Naja. Die Olution Eye Love Dingsbums, da kostet 35 Euro. Weiß man ja auch nicht so genau, ob man das immer glauben kann, ne? Hatte ich noch was? Oh, Trackle Moon hätte ich viel cooler gefunden. Ja, dieses Sans Souci, die Originalgröße, kostet auch 28 Euro. Ja, also ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen abgeben und die Box fand ich leider nicht so toll. Ihr könnt mir ja gerne sagen, wie eure Box war, ob ihr die besser gefunden habt. Also ich bin nicht so begeistert dieses Mal. Schade. Ja, dann war's das mit meinem Glossybox-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie gesagt, wie eure Box war und wie ihr die Box generell jetzt gefunden habt. Ja, und dann wünsche ich euch noch eine ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!